werden auch Sie Mitglied in Deutschlands größtem Sozialverband. Wir ziehen mit Ihnen an einem Strang. Kommen Sie zu uns. Wir lassen Sie in sozialrechtlichen Fragen nicht allein. Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen. In Siegburg am Europaplatz. Neuer Rekord bei der Aktion mit dem Rad zur Arbeit. Über 6.600 Berufstätige hatte die AOK Rheinland-Hamburg gemeinsam mit dem ADFC dazu motiviert, das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Teilnehmer konnten in Kollegengruppen oder einzeln mitmachen und mussten im Aktionszeitraum vom 1. Juni bis 31. August an mindestens 20 Tagen in die Pedale treten. Aus dem Rhein-Sieg-Kreis hatten sich über 1.600 Bürgerinnen und Bürger beteiligt und stellten so über 23% der Teilnehmer des Rheinlandes. Ziel der gemeinsamen Aktion von AOK und ADFC war es, mehr Bewegung und gesunde Lebensweise zu fördern. Denn Bewegungsmangel ist einer der Hauptgründe für schädliche Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkt, Rückenschmerzen und Übergewicht. Das Thema mit dem Rad zur Arbeit bedeutet für uns, im Rahmen der Prävention zu investieren, damit die Menschen, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, sonstige Erkrankungen, Skeletterkrankungen, orthopädische Erkrankungen vermieden werden, weil gerade das Fahrradfahren ja alle Bereiche des Körpers anspricht und wer eben fit ist, bleibt gesund und hat auch später im Alter etwas davon. Und für die Krankenkassen bedeutet dies, dass die hohen Kosten, die ja zurzeit durch die Alterspyramide entstehen, wir im Vorfeld schon betrachten müssen, angefangen beim Kleinkind, aber auch natürlich bei denen. Und da ist Fahrradfahren natürlich eine tolle Sache, bis ins hohe Alter hinein. Mitte Dezember wurden einige der Radler im Kreis durch die Veranstalter für ihre Mühen belohnt. Im Troisdorfer Umweltzentrum konnten sie bei gesundem Essen und Trinken Sachpreise rund um den Drahtesel gewinnen. Der Hauptpreis der Einzelfahrer, ein Fahrrad der Marke Shimano Acera, konnte Alexander Barth aus Siegburg mit nach Hause nehmen. Die Teampreise gingen an das Team Pedalos der Rhein-Sieg-Werkstätten in Eitorf und die Radritter der Firma TNT Express in Troisdorf. Viele der Teilnehmer gaben an, sie wären auch nach der Aktion noch weiter mit dem Rad zur Arbeit gefahren und würden auch im nächsten Jahr wieder teilnehmen.